Sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, keine Ahnung, was dieser Taiwan-Ausflug sollte und dass Sie nichts von Antifaschismus halten. Damit habe ich gerechnet. Am 20.03. waren 20.000 Corona-Leugner in Kassel. Diese Menschen sind ohne Genehmigung durch die Stadt gezogen. Sie haben Menschen die Maske runtergezogen, sie angespuckt und körperlich angegriffen. 20.000 Corona-LeugnerInnen, hierunter bekannte Hooligans, Neonazis, neben besorgten Bürgern, Jugendlichen und Kindern. Es ist nicht einfach, mit solchen Demonstrationen umzugehen, denn wenn wir uns eine Demonstration von Neonazis anschauen, sehen wir genau, die sind gewaltbereite Rechte, denen ist jedes Mittel recht. Am 20.03. hat sich ein anderes Bild abgezeichnet. Hier steht nicht der volltätowierte Nazi mit Bomberjacke, Glatze und Springerstiefeln in der ersten Reihe. Nein, es ist der besorgte Familienvater, der morgens seine Kinder noch zur Kinderbetreuung gebracht hat, mit dem Fahrrad zur Demo gefahren ist und nun vermeintlich für seine Grundrechte auf die Straße geht. Es ist der halbstarke Jugendliche, der meint, seine Jobperspektive würde durch Geflüchtete geschmälert werden. Aber eins zeigt sich hier. Der Familienvater, der halbstarke Jugendliche stehen da, zusammen mit Neonazis. Sie solidarisieren sich und radikalisieren sich mit ihnen. Die meisten sind außerdem nicht weniger rechts- oder weniger gewaltbereit. Am 19.06. waren bisher 4 verschiedene Veranstaltungen angemeldet, mit einer geschätzten Teilnehmerzahl von 19.000 Menschen. Ja, die Anmeldung wurde geändert. Es sind jetzt knapp 4.500 Personen angemeldet. Aber das sind 4.500 Menschen zu viel. Diese Resolution hier setzt den Fokus auf die Pflege und das ist richtig und wichtig. Pflegekräfte sind am Limit des Leistbaren, sie arbeiten in Doppelschichten und haben seit knapp 1,5 Jahren keine Pause. Aber wenn 1000 Corona-LeugnerInnen durch die Stadt ziehen, in Geschäfte rennen und die Gesundheit der Angestellten gefährden, dann müssen wir auch über die Beschäftigten im Einzelhandel sprechen. Denn die werden hier gefährdet. Die Angestellten, die unsere Versorgung aufrechterhalten. Und das Ganze geht ja viel weiter. Wie viele Menschen, die in der Woche arbeiten, nutzen den Samstag, um einkaufen zu gehen? Die für und mit ihren Familien einkaufen gehen, wenn eine so große Menschenmasse ohne Masken und gewaltbereit durch die Geschäfte zieht, ist es eine Gefährdung für alle Menschen in Kassel. Diese Resolution ist wichtig, aber auch lediglich eine Resolution. Eine Willensbekundung, sich gegen den Aufmarsch der Corona-LeugnerInnen zu stellen. Es sind hiermit nicht bei weitem alle Mittel ausgeschöpft. Es ist wichtig, sich den Corona-LeugnerInnen entgegenzustellen. Es ist wichtig, das zusammenzutun. Ich bitte Sie, nicht nur der Resolution zuzustimmen. Ich gehe einen Schritt weiter. Ich lade Sie alle herzlich ein, am 19.06. an den organisierten Kundgebungen und Gegenprotesten teilzunehmen. Wenn wir sagen, dass Kassel solidarisch bleibt, dann sollten wir das auch zeigen. Wir sollten das zeigen, indem wir alle gemeinsam auf der Straße stehen und gemeinsam zum Ausdruck bringen, dass wir keine Corona-LeugnerInnen, geschweige denn Rassisten und Neonazis hier akzeptieren. Also wir stehen hoffentlich alle am Samstag zusammen da.